What's up, Skateboarders? Puff Weekend 85. Here we go. Könnt sehen, wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Natürlich die Hartz-IV-Box für die, die nichts haben, for free. Dann hier die 25-Euro-Box. Die sind schon alt, ja? Und die sind. Den Lagerverkauf gerettet. Nur durch SMBY Skatehead. Also kommt vorbei skaten. Also gefühlt ist das irgendwie so ein Go Skateboarding Day 2.0. Voll das geile Wetter. Wir sind hier über 20 Mann. Skaten von Spot zu Spot jetzt wieder. Let's get it. First try! Mr. Firsty! Mach mal an!
Так я по удивлению же святой. Альцу сам брать. Держите крепко. MBD! Neuer Großkippung der heute, was? Ja, 100%. Mach der Wölf ne Fünfer, was? Ja, ihr könnt alle. Jeder kann hier ein Stück bezahlen. Na klar. Hast du das Flugzeug? Guck mal, guck mal. Danke schön. Die Entscheidung ist zu hart, guck mal. Danke schön. Mag es. Finger zu Hause, nirgends mal mit Schinken und Käse. Immer. Oder warte, wie? Wie? Kack, wie? Mit der Hand. Ah, vielen Dank. Gut, die waren eigentlich für uns. Das war schon mal der erste Tag hier. Puff Weekend 85. My Mans, my G's. Das ist das Ding hier. Alle am Start. Und ja, morgen geht's nach Duisburg Game of Skate. Und dann checken wir ab. Es ist Sonntag und der zweite Tag. Es ist ein fettes Game of Skate. Ich zeige euch alle Games und das ganze Event. Banger passiert. Viel Spaß. Oder? Warte, warte. Das hat. Boom.
Ne? Und von Thomas gibt es nochmal 2 Gramm extra Weed. Ja, Mann. Gladbach lebt! Kein verlorener Morgen, Digga. Kein verlorener. Das war schon schön.
Oh yeah! Back, back, back. He's Tim, back. Tim. Tom, Tom. Tom, Tom. Good game. Hütschelt und ich, Mönchengladbach, yeah. Auf die Eins, Bruder. Ja. Platz Eins! Auch schon seit Kinderzeiten hier! Auch aus Mönchengladbach! Dominik Wenzel! Tschüss, fort gedroppt. Bis dein Herz. Danke, Bruder. Glückwunsch. Ja, danke, super, Bruder. Dumme, ey. Hartes Battle. Maggi. Hartes Battle. Auch hier von uns für dich, natürlich. Ne, mit sämtlichen Sponsoren, Sachpreisen und halt mal die Flossen auf. 1, 2, 350, 2, 4, 6, 250 für dich im Moment. Yeah! Verdient gewonnen! Ne? Danke, Bruder. Für nichts, Bro. Bam. Man muss dazu sagen, das Battle war unfassbar. Also ich. Daniel, immer härter Gegner, ich höre. Dommi, Alter, Dommi. Ja gut, beide Champs, Game of Skate, NRW, yeah. Ne, muss man dazu sagen. Also ihr beide. Ja, G. Von daher. Jetzt haben wir die beiden Champs endlich mal zusammen. Yes, Sir. Hey, das ist so geil. Antoni versucht den ganzen Tag Leute Prefab zu machen. Und der will nicht weg. Der so, nee, ich bleib jetzt hier, bis ich den mache. Das ist doch geil, das ist so geil, der Abschluss hier. Der Freak will neue Double Dreh machen. Junge, ich brauch besseren Boden. Da ist er! OG Signature! Back to back, back to back! Du bist fast in jedem Puffigens dabei. Wie? Du bist fast in jedem Puffigens dabei. Ja. Du warst Leute, letztes 84 war Puffigens. Hast du letzten Trick sogar switched? Den von mich, den hast du ja fast Joy gemacht. Ja. Switch und hier Nose at Nolly Flip. Ah, das war drin noch? Und geil. Klar, der war der letzte. Aha, guck doch meine Videos nicht. Muss ich noch schauen. Jetzt Puffigens 85. 84 ist crazy, weil da war auch das Level vom Skaten war. Da war diese Big Spin Hurricane 180 out, war ja entspannt. Jetzt Puffigens 85. Ich muss wieder sagen, ein unglaublich geiles Wochenende. Vor allem immer das Geilste ist, wie ihr seht, immer an den Contests geht es gar nicht darum, wer ist jetzt der krasseste Sohn, wir sehen uns immer alle wieder. Und das ist das, worum es immer geht. Guck mal, wie oft ich hier mit Daniel immer treffen jetzt. Das ist doch das, was so geil ist. Darüber das haben wir geredet. Das freut mich immer so heftig jedes Mal, dass der einzige Deutsche, der nur mittlerweile irgendwie so am Reisen ist, der irgendwas noch macht, wo du den auf anderen Events noch siehst. Deswegen, Bruder, es ist immer ein Genuss. Immer wenn ich dich sehe, geht mir richtig Herz auf. Ich mal weiß, so, es fühlt sich wieder wie so zu Hause an. So wieder einer am Start, der aus der Hut ist und dann diese OG Ganglife hier aus Germany durchzieht. Deswegen, ja, Skateboarding, motherfuckers. Verliert keinen Tag, Bros. Ihr habt gehört, was der Puff gesagt hat. So ein G, er ist auch immer am Start, immer motiviert, hat immer Bock auf Skaten. Sowas gibt's wirklich selten in Deutschland, generell auf der Welt. Also,
Ihr wisst Bescheid, Leute. Abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Da gab es das Board wurde geschmissen. Nice. Hey, das Skateboarding. Wir sollten die Kultur weiter voranbringen und definitiv keinen Tag verlieren. Denn ein Tag und das Skateboarding ist ein verlorener Tag. Also bitte verkauft. Geht skaten. Habt Spaß. Den härtesten Axt. Puffy geht 85, es riecht nach Downhills, auch hier in Duisburg. Ein bisschen erkältet irgendwie. Gestern auf jeden Fall geil geskatet. Heute Game of Skate. 18 Jahre, herzlichen Glückwunsch an Real Team Riders und Thomas, du bist der Krasse, dass du es machst. Als ich Kiddy war, habe ich es noch gemacht. Das ist so geil. Jetzt gehen wir noch was essen und genießen noch den Abend zusammen. Pizzeria Bella Napoli. Vai. Buongiorno. Buonasera. Das ist der Augenblick. Pizza with Daniel Kramer. Let's go. Ist eine Puffige drin, haben wir festgehalten hier. Puffigend 85, Magis hier. Legendär ist das Puffigend da. OG Distribution, das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben oder eins machen wollen oder ihr habt einen Laden oder wie auch immer, ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken oder sonst was, was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist, wir sind am Start. Meldet euch bei uns, bei den Boards fängt das circa bei 50 Boards an, da bedrucken wir jetzt Boards, also 1, 2, 3, 4, 5 Boards, also so kleine Mengen bedrucken wir jetzt gar nicht, es geht wirklich ab 50 los und dann natürlich auf Anfrage, je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis, welche Farbe man will und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen. Werde natürlich eine E-Mail-Adresse hier unten drunter einfach knallen. Da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre. Und dann checken wir ab, weil wie das Ganze dann aussehen soll. Zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch. Das können wir natürlich dann alles beim Angebot alles abchecken zusammen, wie ihr das gerne hättet. Ich häng mit OG dem Pop.